Entweder oder. Das oder das. Entweder steht im ersten Hauptsatz oder steht im zweiten Hauptsatz. Es bedeutet, du musst dich entscheiden. Du kannst nicht beides haben. Entweder oder. Ja, nein, nein, ja. Andi. Andi, wohin gehen wir? Links, rechts. Entweder gehen wir nach links oder wir gehen nach rechts. Entweder gehen wir nach links oder wir gehen nach rechts. Im ersten Hauptsatz steht das Verb gehen. Im zweiten Hauptsatz steht auch das Verb gehen. Also können wir das Verb gehen im zweiten Hauptsatz weglassen. Entweder gehen wir nach links oder nach rechts. Andi, was soll ich heute Abend anziehen? Entweder ziehst du einen Rock oder du ziehst eine Hose an. Entweder ziehst du einen Rock oder eine Hose an. Was isst du heute Nachmittag? Entweder esse ich ein Eis oder ich esse Kuchen. Entweder esse ich ein Eis oder Kuchen. Andi, was machst du nach der Schule? Entweder studiere ich oder ich mache eine Ausbildung. Hier sind zwei unterschiedliche Verben. Wir können nicht kürzen. Wie halten wir Kontakt? Entweder schicke ich dir eine E-Mail oder ich rufe dich an. Hier sind zwei unterschiedliche Verben. Wir können nicht kürzen. Andi, wohin fahren wir dieses Jahr im Sommer? Entweder fahren wir ans Meer oder wir fahren in die Berge. Entweder fahren wir ans Meer oder in die Berge. Andi, wen möchtest du später heiraten? Entweder heirate ich Helena oder ich heirate Amanda. Entweder heirate ich Helena oder Amanda. Oder ich heirate gar nicht.